Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei den alten Herren und dem Experimental Server. Ja, hallo. War gerade mit meiner Stoppuhr beschäftigt. So. Wieder im Supermarkt hier. Es gibt lustigerweise genau dasselbe hier wie eben. Ich weiß gar nicht, ob der Server überhaupt neu gestartet ist, ob wir einfach nur runtergeflogen sind. Zumindest ist die Nacht jetzt sternklar, das stimmt. Ach, ist doch ein Persistent. Alle Server sind da Persistent jetzt, ja. Dann ist es wahrscheinlich wirklich ein Neustart gewesen. Ich habe keine Batterie für meinen Standbyten. Doch, habe ich. Batterien findest du an der Küste wahrscheinlich, an der Straße, weil die ich hab schon. Standbyten ist geladen. Ah, cool. Also Innenräumen ist so eine Gaslampe echt Gold wert. Man sieht jeden Scheiß. Ist wie am Tag. Aber außerhalb würde ich es echt gerne wieder ausmachen. Mache ich jetzt aber erstmal nicht die Feuerwache. Wo bist du jetzt? Bei der Feuerwache in Tscherno. Ich hätte gerne einen Rucksack. Wow! Heilige Scheiße, habe ich mich gerade erschrocken. Hier steht ein Baum mitten auf der Straße. Oh. Riesiger Tannenbaum. Mitten auf dem Strich in der Mitte auf der Straße. Oh. Ich glaube, Weihnachten kommt. Achso, wir können uns gleich mit dem Thema jetzt endlich mal beschäftigen. Thema Hacker. Hacker. Ja, kurze Antwort war, wir finden sie scheiße, ne? Richtig. Lange Antwort, wir hatten schon mit ihnen zu tun. Häufiger. Ja. Sowohl meistens, hier als auch in vielen anderen Spielen. Ja, meistens waren es die Hacker hier in dem Spiel, die einen entweder ausgezogen haben oder in einem Radius einfach getötet haben, beschädigt haben, ne? Ja. Boah, wow, heilige Scheiße. Schon wieder erschrocken. Da grad kann man gleich Etage drüber hoch. Philosophieren, warum machen die sowas? Ja, warum hackt man? Weil es denen Spaß macht, ne? Weil es kleine arme Würstchen sind. Ja, das kannst du jetzt nicht so pauschalisieren. Zumindest für die Hacker, die solche Spielsachen hier machen und einem Spiel den Spaß verderben. Ja. Okay, Hacker habe ich eh nicht richtig verstanden. Cheater ist was anderes. Aber Hacker. Hacker sind schon seltsam, das stimmt. Also die Spielhacker, die das wirklich machen, um anderen Spaß zu verderben und sich darüber einen Ass abzufreuen, das ist echt lächerlich. Ich habe aber gelesen, dieser eine Hack, wo man sich auszieht und die Waffe an und ablegt, ne? Das hatten wir ja auch schon. Das ist nur die Hauptwaffe. Das heißt, wenn du noch eine Knarre dabei hast, kannst du die ziehen und kannst den Hacker abknallen. Damit rechnet dann nämlich auch keiner. Ja, über Nacht sind wirklich viele Zombies unterwegs. Oh Gott, hier ist gerade ein Spieler vor mir. Geht gerade in ein Haus, ich renne weg. Vielleicht sollte ich mal Licht vorher ausmachen. Oh, vier. Oh, drei Zombies und ein Spieler sind hinter mir her. Ich komme jetzt schnellsten Fußes nach Elektro. Ich laufe die Hauptstraße nach Tscherno. Okay. Ich bin nicht auf der Hauptstraße, ich muss gerade ein bisschen. Ich hab Angst, dass der mir folgt. Ich höre auch überall Zombies, das finde ich auch nicht so schön gerade. Also immer wenn ich so Müllhaufen sehe, habe ich das Bedürfnis, ihn zu durchsuchen. Aber das geht hier nicht. Oh, verdammte Axt. Lauf mal in die Scheune rein, wenn er mir nachfolgt. Anderes Thema. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme findet bald der Sale, der Geburtstagssale in Star Citizen. Bald! Statt. Wahrscheinlich schon jetzt. Oh fuck, da ist einer mit blauem Knicklicht. Bist du das? Aber offensichtlich nicht, weil der läuft weiter. Wie hell das ist, ey! Der leuchtet wie ein Weihnachtsbaum! Oh Gott. Ja, Star Citizen Sale. Es wird wieder etliche Schiffe geben. CRG wird seinen Geburtstag. Jetzt schon, muss ich ehrlich gestehen. CRG wird seinen Geburtstag geklaut. Super feiern. Wem hast du Gier geklaut? Dem Spieler. Ich hab den Betäubten sehen seinen Gier geklaut. Der ist bestimmt tot. Nee, der lebt noch. Hat einen starken Puls, stand da gerade. Okay.
Aber da waren Leute hier Kirchturmglocken. Oh, ein First Aid Kit. Okay, ganz kurz mal zack, take in hands. Wieder ablegen. Oh, noch ein Spieler, ich werde wahnsinnig. Mist. Defi. Du, wir sind hier gerade in der Region, wo die alle spawnen, ne? Wir müssten echt woanders hin. Jo. Liegt noch so viel Zeug in den Regalen, aber ist alles respawned wahrscheinlich. Oh, jetzt habe ich einen hinter mir wieder. Der brabbelt mich voll. Was sagt er denn? Weiß nicht, keep walking. Er will mir, glaube ich, irgendwie die Faust zeigen. Aber er kommt nicht nah. Die Hände fesseln oder so. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo ich bin. Wo die Küste ist. Ach, da ist der Bau. Ah, ich bin am Bau. Den Bau muss ich eben noch mitnehmen. Ich brauche nicht ganz dringend einen Rucksack. Hast du schon einen? Ja, gerade abgenommen. Achso, von deinem Betäubten. Ich bin hungrig und durstig. Ich habe nichts zu essen und nichts zu trinken dabei. Schön. Bei mir ist hot schon wieder. Und ich habe nur eine Regenjacke an. Ich habe eine Schweißermaske an. Die habe ich auch an. Ist dir schon aufgefallen, dass man an jeder Ecke mehrere Paar Schuhe findet? Schuhe, Hosen. Ja, hauptsächlich Schuhe. So, jetzt muss ich wieder die Lampe anmachen und das mitten im Bau ist wahrscheinlich mein Tod. Aber hey, who cares? Das Leben ist kurz, also kann man mit einer Lampe umrennen. Ja, liebe Zuschauer, wo habt ihr denn schon mal Erfahrungen mit Hackern gemacht, in welchen Spielen? Ja, beliebt war damals ja auch Unreal Tournament. Da gab es auch viele Hacker. Diablo? Ja, stimmt, Diablo. 2. Nee, eher bei mir Diablo 1. Die würde ich nicht als Hacker, sondern eher als Cheater bezeichnen. Und Dupe und sowas, ne? Ja. Hacker gibt es auch sehr viel in den Online-Rollenspielen. Ich denke mal, WoW hat auch seinen Anteil an Hackern als größtes Online-Rollenspiel. Aber klar. Wobei da eher die, die Goldverkäufer negativ auffallen. Ja gut, die Chinesen, Goldfarmer, ne? Ne, das sind wirklich die Webseiten, die dann hier, wo du dich dann registrieren kannst, dann kriegst du da hier für 15 Euro 30.000 Gold. So zum Beispiel, als Beispiel gedacht. Und was wird dann halt mit dem tollen Profilnamen X-Krutzel angeboten, dann ist halt schnell weg. Wird dann halt wieder schnell gebannt, etc., etc. Ein bisschen nervig. Naja, die verdienen so ihr Lebensunterhalt, ne? Na, schrecklich. Okay, also hier sind schon zwei Items auf dem Bau, die ich gerne mitnehmen würde, aber ich habe keinen Platz. Ah, ich bin gleich tot. Ich verhungere gleich. Nein, nicht verhungern. Oh, was ist denn das? Ich bin nur orange hungrig. Ein Sack Starving. Dünger gefunden. Ein Starving. Drakondünger. Aus Drachenleichen gemacht. Okay, ich versuche jetzt mal wieder den Weg zur Küste zu finden. Dann komme ich dir entgegen. Mit ohne Essen. Aber ich habe einen Schraubenzieher. Also wenn du eine Dose hast, kann ich sie dir aufmachen. Ich habe einen Can-Opener. Ich habe eine Dose schon aufgemacht und gegessen. Ich brauche ganz dringend was zu trinken. Na, Durst geht. Ohne Licht hier. Hoffentlich finde ich irgendwo einen Brunnen. Weißt du was? Ich gehe erstmal ins Hochhaus. Vielleicht finde ich ja was zu essen für dich. Dann bringe ich dir das mit. Bin ich auch ganz in der Nähe hier. Ich sehe sie schon. Ich sehe gar nichts ohne Lampe, verdammt. Ob ich auch überhaupt eine zweite Gaskartusche mitnehmen muss, ey? Das weiß ich nicht. Die erste leuchtet immer noch wie am ersten Tag hier. Okay, jetzt bin ich auch nicht mehr stuffed. I'm extremely hungry. Ja, du überlebst noch ein bisschen. Du verlierst langsam Blut. Oh ja. Ich laufe hier nach Elektro zurück. Waren hier nicht irgendwo Hochhäuser?
hier ist es mehr. Muss ich dort irgendwo hin, oder? Hey, wo bin ich denn hier? Ja, stimmt, die genannten Wallhacks bei Counter-Strike, da fällt mir auch gerade dazu ein. Ah, und Aimbots, was es damals gab, ne? Ja. Gut, gibt's heute auch noch. Ja, aber das ist doch einfach nur... Und Wallhacks sind heute fester Bestandteil von guten Spielen. Man kann nämlich mit Knarren durch Wände schießen, so wie ich das so gehört. So, ich bin vielleicht 500 Meter vom ersten Hochhaus entfernt. Ja, okay. Aber das sind die beiden, wo wahrscheinlich jeder hingeht, weil das die direkt in der Nähe sind hier. Ich probiere es trotzdem aus. Weil ich da kein Glück haben werde. Hier ist echt wieder zurück nach Elektro. Ich gehe nach Elektro zurück. Ich suche mal, ob ich was zu essen finden kann. Sonst schlage ich ein paar Leute oder sie schlagen mich. Gerne ein paar Schuss von der SKS. Ich hab 0.380 Auto-Munition. Ja, die kannst du doch gerne behalten. Scheiße, jetzt habe ich die Orientierung verloren, weil ich durch scheiß Scheune bin. Meinst du, ob ich den Knaben finde, den ich mir gerade ausgeraubt habe? Ist doch in First Person, wenn man die Lampe vor sein Gesicht hält, sieht man nach ein paar Sekunden gar nichts mehr. Das ist so dämlich, aber ist auch real. Aber in dem Spiel ist es dämlich. Ich muss Lampe ausmachen, ich sehe nichts mehr. Das ist auch so blöd, ne? Das ist aber so recht hell, muss ich sagen. Also durch den Nachthimmel und die Sterne. Ja. Ist halt schwarz. Oh, da hat jemand ein rotes Knicklicht in der Scheune angeschmissen. Stalke ihn. Und immer schon Autowracks durchsuchen, ne? Da findest du tolle Sachen. Du musst mit geöffneten Inventar vorbeigehen. Du hast die Orange. Ach, ist alles okay. Meine Hosen liegen hier. Wo ist das? Desinfektionsmittel, ne? Das können sie behalten. So, dann gehe ich mal ins Hochhaus mit Licht. So, dass nicht jeder sehen kann. Ach komm, schau mal in das Licht. Wahrscheinlich werde ich da erschossen. Okay, im Aufzugsschacht sehe ich nichts. Alles schwarz. Da lief irgendwo gerade einer. So, dann renne ich jetzt mal nach ganz oben. Oh, der liegt immer noch da. Was ist dein Erschlagen, ne? Ja, ich glaube, der wurde auch gerade von Zombies gefressen, der ist tot. Ja, der wird offline. Der wird gemacht haben, eine Respawn. Das ist so eine Leiche. Er hatte noch einen vollen Puls und darüber war er nur bewusstlos. Schade. Schade, schade. Tja, der gute Stunbaiten. So, wenn ich bis zur Kirche komme, kann ich wenigstens mal ein bisschen was trinken. Oh, eine Banane. Okay, ich nehme dir eine Banane mit. Ah, bist du mich erwischt, das bin ich tot. Ach, nicht so negativ. Ich guck noch weiter hier. Was ist da? Oh, ich dachte, die wären Kinderrucksack, aber es ist nur eine kleine Sporthose. Okay, mit der Lampe in der Hand auf den Balkon gehen ist wahrscheinlich egal. Man sieht die Lampe eh überall, ne? Ja, ich denke, die wird einen weit reichenden Schein haben. Das sind ja auch nur zur Deko hier. Papierwände. Kugeln halten sie auf, aber nicht Licht. Photonen sind einfach zu schnell. Zu stark. Zu stark, ja. Penetrieren sogar Betonwände. Ist irgendwie fies, wenn man die Treppen runtergeht und aus dem Fenster guckt, alles schwarz.
Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten aufs Gute hinaus. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.